Ja, jetzt haben wir nach dem Spiel gegen Essen den Ange hier, Torschützen zum 1:1. Wie hast du diesen schweren Ball ins Tor gekriegt? Ja, ein langer Ball. Ich glaube, ich kriege den, verlängere den weiter und dann gehe ich einfach nur nach. Die sind sich uneinig, der Torwart und der Abwehrspieler. Ja, dann halte ich einfach nur Fuß hin, dann geht da rein. Bisschen glücklich, aber da müssen wir durch. Davor war aber eher schwach von der ganzen Mannschaft, oder? Ja, wir haben ein sehr schweres Spiel gefunden. Die waren deutlich besser die ersten 20 Minuten. Dann sind wir etwas besser reingekommen, standen wir ein bisschen enger an den Männern. Dann kamen wir zu den Bällen, haben wir ein bisschen etwas besser nach vorne gespielt. Ja, dementsprechend fiel auch das Tor. Hatten wir auch ein paar Chancen davor. Ich glaube, mit Malte mit dem Kopfball. Ich hatte auch eine, wo ich dann nochmal einen austanzen will und dann schießen. Ja. Ja, aber dann die zweite Halbzeit, fand ich, sind wir besser reingekommen, waren von Anfang an da. Ja, und dann haben wir wieder die Chancen nicht genutzt. Dann also super Vorarbeit zum 2:1 auch von dir? Ja, Vorarbeit hin oder her. Wir fahren wieder nur mit einem Punkt nach Hause. Mir ist das egal, wer die Tore schießt, wer die vorbereitet. Hauptsache, wir holen wieder mal 3 Punkte. Jetzt kriegen wir wieder durch 2 individuelle Fehler, kriegen wir 2 Stück rein und dann hast du nur noch 1 Punkt. Obwohl du eigentlich deutlich besser warst. Erste Halbzeit waren die etwas besser und zweite Halbzeit waren wir deutlich besser, fand ich jetzt vom Spielanlagen, ja. Ja, war quasi der erste Ball, der aufs Tor kam, war quasi ein Eigentor dann zum 2:2, ne? Ja, so sehe ich das auch. Ja, okay, Miles kriegt da keine Info, dass er nicht zum Torwart spielen darf. Ich sag dem auch nicht, dass er sich, ja okay, drehen konnte er sich nicht, dass er den Ball ins Ausschießen kann. Ja, und dementsprechend entsteht so eine Situation, der spielt dann zum Torwart, der Torwart kann nicht mehr raus, der Stürmer läuft am Torwart vorbei und schiebt nur noch rein. Dann müsst ihr die 3 Punkte jetzt am Freitag in Uerdingen holen. Ja, wird schwer, aber ja, müssen wir uns hinten reinstellen und dann versuchen mit vorne mit Kozatik mal ein bisschen auf Konter, mal Doppelpass und... Müsst ihr ein bisschen Zielwasser dem Lukas noch geben? Ja, der Lukas, ja... Brauchen wir nicht, der hat doch schon 7 Stück, aber der wird das wieder machen. Alles klar, dann danke für das gute Spiel heute und dann sehen wir uns am Freitag. Alles klar, Dankeschön. Danke, ciao, Angie.